Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mortimer Beckett. Wir befinden uns am Flughafen und machen weiter mit Level 13. Guten Abend, mein Herr. Wohin soll's gehen? Zum Flughafen. Schnell, das ist ein Notfall. Was ist los? Ich bin neu in der Stadt. Können Sie mir sagen, wo ich lang soll? Sie sind neu in der Stadt und fahren dann schon Taxi? Ja, ich bin gut darin, Orte zu finden. In Rumänien? Sie sind aus Rumänien? Ja, Sir, ich heiße Petru. Nun, Petru, dann haben wir ein Problem. Ich bin auch neu in der Stadt. Kein Problem, Sir. Ich habe ein Navigationssystem. Made in Rumänien. Beste Qualität. Na toll, ich nehme an, fahren Sie einfach. Können Sie mir mit dem GPS helfen? Okay. Okay, so, was brauchen wir alles? Wir brauchen merkwürdige Dinge. Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2, da ist Nummer 3, da ist Nummer 4, da ist Nummer 5. Wir haben ein GPS-Kabel, ein GPS-Bildschirm und wir haben... Was ist es? Eine GPS-Antenne, alles klar. Und wir haben ein GPS-Gerät. Kann ich das hier benutzen? Oh, was? Was? Kann ich noch mal zurück hier? Was? Okay. Okay. Es ist grün. Da ist eine 16. Okay, was? Gibt's da keinen Hinweis? Da ist die 18. Hätte ich jetzt gerade an dem Sitz... Da ist der Bahnhof, der Busbahnhof. Hätte ich jetzt gerade an dem Sitz irgendwie noch was machen können? Ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen hier rum in der Hoffnung, dass wir den Flughafen finden. Das ist eine Tankstelle. Ich fahre jetzt einfach mal da lang. Dann biege ich hier ab. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Auch noch eine Tankstelle. Okay, ich biege nochmal ab. Ich fahre geradeaus. Haben die Farben irgendwas zu sagen? Ich bin am Flughafen. Das ist doch der Flughafen. Aber wo ist hier der Eingang? Da ist die Landebahn. Okay, wir fahren mal weiter. Da ist wieder der Busbahnhof. Was zur Hölle? Fahr mal geradeaus. Hier, da ist der Eingang. Ja, okay. Sehen Sie, Sir, kein Problem. Ich habe keine Sekunde lang an Ihnen gezweifelt. Das war eine wirklich entspannende Fahrt. Danke, Sir. Und wenn ich eines Tages mein eigenes Taxiunternehmen habe, werde ich Ihnen einen lebenslangen Rabatt geben. Ich werde darauf zurückkommen. Viel Glück, Petru. Okay. Was sind denn hier für lustige Bilder? Wieder Emilys Haus? Warum zur Hölle steht da ein Bild von Emilys Haus? Ich habe keine Ahnung. Nun, das könnte etwas knifflig werden. Ich brauche irgendeinen Plan. Wer ist er denn? Ich habe es. Ich werde diesen Mann bitten, mir ein Porträt von Kate zu zeichnen. Ich kann es dann einigen Menschen im Flughafen zeigen. Vielleicht hat sie dort jemand gesehen. Das sollte die Suche etwas beschleunigen. Hallo, Sie haben Talent. Mir gefallen Ihre Zeichnungen. Danke. Möchten Sie eine kaufen? Ich möchte eigentlich einen Auftrag geben. Das Ding ist, dass ich nach meiner Freundin suche. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir ein Bild von ihr zeichnen, das ich dann nutzen kann, um herumzufragen. Ist sie Ihnen davon gelaufen? Ach, die Liebe ist schon seltsam. Ich war auch mal jung und verliebt, ein vielversprechender Künstler in Paris. Nein, nein, sie läuft nicht vor mir weg. Ich denke, sie läuft tatsächlich in ihr Verderben. Ach, die glorreichen Tage. Durch die leeren Straßen von Paris streunend auf der Suche nach der wahren Liebe. Hören Sie. Aber eines Tages stellt man fest, dass sie nicht die wahre Liebe ist. Dass sich die wahre Liebe immer vor einem befindet und dennoch immer außer Reichweite. Sie ist jetzt schon lange fort. Vielleicht war sie das schon immer. Ich denke, wir sind hier etwas vom Thema abgekommen. Ich möchte einfach nur ein Porträt von ihr. Oh, ein Porträt. Oui, bien, Sir. Oh, ich habe meine Stifte aber nicht dabei. Könnten Sie mir etwas Material beschaffen? Was zur Hölle? Das ist doch manchmal so sinnlos, ne? Aber wirklich. So, das da oben gehört zum
Braunstift, das gehört zum Braunstift. Das hier ist der rote, das ist auch nochmal der rote. Dann haben wir noch hier den grünen. Grün und gelb haben wir noch. Könnte das hier gelb sein? Ich weiß es nicht. Gelb. Wo haben wir noch was Gelbes? Gelb und grün. Vielleicht in den Flaggen? Nein. Vielleicht an den Porträts? Nein. Das da oben gehört dazu. Und jetzt fehlt nur noch die gelbe Spitze. Ich gehe mal in den Zoom. Die gelbe Spitze und der grüne Stift. Da ist Karl. So, das hier ist einmal der grüne. Und wo haben wir die Spitze vom gelben Stift? Irgendwo am Taxi? Oder vielleicht in den Bildern versteckt? Oder da oben? Hier nicht. Moment, nee, nee, da unten auch nicht. Hier irgendwo am Rand auch nicht. Hier vielleicht? Nee, das hatte ich vorhin schon angeklickt. Hier unten, nein, auch nicht. Also die Spitze müsste ja eigentlich noch einfacher zu sehen sein als der untere Teil, oder? Würde ich jetzt so behaupten? Ja, mein Lieber, ich sehe es nicht. Ich bin ein bisschen blind. Wir gehen nochmal kurz raus aus dem Zoom. Da fliegt gerade ein Flugzeug los. Wo ist denn die gelbe Spitze? Vielleicht doch nochmal kurz in den Zoom? Nee, hier nichts. Am Taxi. Ja, am Taxi. So, mein lieber Herr, ich habe da ein paar Stifte. Kann ich die so rüberziehen? Was? Also, oh Gott. Kate hat einen Kopf. Kate hat diese Frisur in blond. Kate hat blaue Augen. Und das war's? Okay. Gut gemacht, das ist meine Kate. Vielen Dank. Sie gehört also zu Ihnen? Ach, die Liebe. Was? Oh, nein. Ich meinte nicht mein, wie sie gehört mir oder dass wir zusammen wären oder sowas. Egal. Danke für Ihre Hilfe, Monsieur. Wie er immer läuft, ne? Ach ja. Habe ich wirklich meine Kate gesagt? Was stimmt denn nun nicht mit mir? Oh, Leute, ey. L'amour. Die kennen sich gerade mal, keine Ahnung, eine Stunde. Aber wir wissen es alle, das wird sich eine Love Story daraus entwickeln. Hat irgendjemand diese Frau gesehen? Nein. Sie ist ziemlich laut. Ich meine, einzigartig. Sie ist nicht zu übersehen. Kate, wo bist du nur? Wenn ich Ihr Bild doch nur auf den großen Bildschirm kriegen könnte. Entschuldigen Sie mich, Sir. Kann ich Sie um einen Gefallen bitten? Na klar doch. Ich muss diese Frau finden und ich hatte gehofft, dass Sie diese Zeichnung auf den großen Bildschirm bringen könnten. Bist du wahnsinnig, Alter? Ich könnte meinen Job verlieren. Nur ein oder zwei Minuten. Es ist sehr wichtig. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß es einfach nicht. Hör mal, vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Ich höre. Ich muss einen Hintergrund für eine TV-Sendung erstellen. Ich habe aber noch nicht damit angefangen. Einige Kids haben die Paneele hier überall verteilt. Finde die Paneele, setze sie zusammen und ich werde das Bild von deinem Mädchen aufspielen. Deal? Deal. Das ist aber nicht mein Mädchen. Was ist denn nur los mit euch? Okay, oh wow. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Wie viel brauche ich denn überhaupt? 2, 3, oh, noch einige, ne? Ich sehe ja jetzt schon nichts mehr. Da ist noch eins. Das hier ist es nicht. Da unten ist noch eins. Das hier gehört noch dazu. Und dann haben wir da oben noch eins und haben hier noch eins und brauchen jetzt wie viele noch? Vier. Vier Stück. Alles klar. Sollte doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Das gehört nicht dazu. Das sind nur die Bücher. Das hier auch nicht. Da unten ist Karl. Was gehört denn noch dazu? Also wir brauchen noch eins mit einer Palme. Und irgendwelche, die ein bisschen gelb sind. Da ist nochmal eins. Da ist nochmal eins. Und da ist nochmal eins. Und jetzt fehlt uns nur noch das mit der Palme. Okay, okay, okay. Dieses Gequatsche immer die ganze Zeit im Hintergrund, ne? Diese Durchsagen. Damit man auch schön die Flughafenatmosphäre hat. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier vielleicht bei den Palmen? Nein, hier oben auch nicht. Da, nein. Da auch nicht, da auch nicht. Hier oben auch nicht. Okay. Sieht das denn dann auch wirklich so aus? Oder ist es dann generell nur irgendwas mit Palme? Achso, ja, ja, hier müssen die dann aufgereiht werden. Okay, aber uns fehlt ja noch eins. Oder, Moment mal. Ich sollte alle einsammeln, bevor ich sie platziere. Okay, gut. Das habe ich mir doch fast gedacht. Wo ist das Ding denn? Hier unten auch nicht. Bei der lustigen Putzfrau auch nicht. Hier bei dem Mann, Frau, ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen merkwürdig aus.
Hier oben bei Angelas Boutique leider auch nicht. Finde ich übrigens witzig, dass es auch wirklich teilweise die typischen Angela-Sachen sind. Ne? Also die Tasche gab es im Spiel, die Schuhe und ich glaube die beiden Parfümflakons gab es auch. Ich finde das Ding nicht. Was ist denn das? Hier versteckt sich das irgendwo dahinter. Bei den Kisten war jetzt gerade gar nichts. Das ist die Kamera, das ist der Putzwagen, das ist der nette Herr mit der Zeitung. Und ich sehe es nicht. Nein. Wow. Das hat sich jetzt aber gut versteckt. Da unten auch nicht. Hier ist gar nicht so viel los in den ganzen Szenen. Also, es gibt gar nicht so viel zu sehen. Aber trotzdem sind die Sachen teilweise echt richtig gut versteckt. Ich sehe es wirklich nicht, Leute. Da oben, nee. Das muss ja grün mit ein bisschen blau. Also, sofern das jetzt wirklich genau so aussieht. Hier an der Tür. Passt auf, wir machen es wie immer. Wir gehen alles Stück für Stück ab und da habe ich es auch schon. Okay. So, dann wollen wir doch mal die Kacheln einsetzen. Wie funktioniert denn das hier? Wie läuft das denn? Ich muss jetzt hier das Schiff zusammensetzen, oder wie? Und es funktioniert... Ach, es funktioniert wieder nur so, dass man nur die richtigen Teile platzieren kann. Wo ist denn hier? Wo ist denn hier Anfang, Ende und wie auch immer? Moment mal, also das hier, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das ist ein Getränk. Moment mal, können wir nochmal annehmen? Wir können ja gar nicht zurück. Weil ich nämlich glaube, dass genau das Bild draußen zu sehen war vor diesem Porträtzeichner. Und ich habe jetzt gerade das erste Teil hier weggepackt, so blöd wie ich war, ne? Also es ist auf jeden Fall das Schiff mit einem Getränk. Das finde ich richtig blöd. Dass man das nicht erstmal zusammensetzen kann, sofort die richtige Stelle hier haben muss. Könnte das Getränk in der Ecke sein? Oh, das ist ja... Das ist ja dumm. Also, das hier ist ein Palmwedel und ein Stück vom Schiff. Könnte das hier irgendwo sein? Nee. Wie muss das überhaupt... Muss das da reingesetzt werden oder muss das auf die... auf diese Dinger hier gesetzt werden? Ich habe keine Ahnung. Das könnte unten sein. Oder? Nee, Quatsch. Wenn da... Das könnte eine Ecke sein. Ich weiß halt nur nicht. Ach, shit. Das könnte auch... Naja, das könnte oben sein. Das könnte aber auch ein Rand sein. Und ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht. Muss ich die dazwischen setzen? Na, das ist jetzt natürlich richtig doof, ne? Das ist richtig doof. Und das war das erste Teil, was vorhin hier irgendwo rumlag. Ich möchte es auch nicht überspringen oder so. Also auf gar keinen Fall eigentlich. Aber ich jetzt zumindest eine Sache schon mal wüsste. Also, lasst uns mal eben kurz überlegen. Wir haben das Schiff, was relativ weit links sein müsste. Eigentlich, oder? Und dann haben wir das Getränk. Das Getränk hat auf jeden Fall rechts hier diese... Ja, was weiß ich, diese Sonnenstrahlen oder was das sein soll. Das wird ja dann auch irgendwo am rechten Rand sein. Ah, aha, wir haben Nummer 1. Ah, okay, jetzt wird das Ganze hier früher oder später ein bisschen Sinn ergeben. Das ist schön. Das kommt hier hin, dann kommt hier, Moment, der Strohhalm hin. Dann kommt das hier nach da. Ach so, natürlich, das wird, ja klar, das wird hier zusammengesetzt und geht dann oben gar nicht weiter. Von daher ist das okay, das wird vermutlich hier irgendwo hinpassen, genau. Dann ist das, nein, dann ist das der Teil, dann kommt das hier hin, das kommt dann dahin. Und das kommt, Moment, da so hin, das haben wir dann hier. Ach ja, dann hat es ja doch noch funktioniert, sehr schön. Danke. Danke sehr. Hör mal, versteh mich nicht falsch. Ich verstehe jetzt aber, warum du sie unbedingt finden willst. Sie ist niedlich, Alter. Ja, das ist sie. Ich will sie aber aus einem ganz anderen Grund finden. Was? Okay. Warum geraten all die schönen Frauen immer an die falschen Typen? Das verstehe ich einfach nicht. Was ist denn der Trick dabei? Ach ja. So, weiter geht's mit Level 16. Diese ganze Idee mit dem Bild funktioniert nicht, oder doch? Was soll ich jetzt tun? Hey, sieh mal, das bin ja ich, das ist mein Bild. Ach so, das ist jetzt Kate. Wer hat das denn da hochgeladen? Die Suche ist anscheinend vorbei. Kate, hier drüben, Kate. Sind Sie das, Scheich?
Verzeihen Sie mir, bitte. Vorsicht, bitte. Vorsicht. Oh, Mortimer, du bist es. Was machst du denn hier? Ich habe versucht, zum Scheich zu kommen, aber... Naja, ich habe das Buch in deiner Tasche gesehen, als du gegangen bist. Das hier? Oh ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ich habe es in einer Uhr gefunden. Das ist seltsam. Es ist eigentlich nur ein Notizbuch mit nur einer Notiz darin. Wirklich? Also hat der Scheich... Woher hat er das von der Uhr gewusst? Moment mal, ich schwöre, dass es hier geschrieben war. Es ist erst ein paar Minuten her und jetzt ist es wieder leer? Bist du dir da sicher? Ja, da stand, das Geheimnis, um voranzukommen, ist der erste Schritt oder sowas in der Art. Ich erinnere mich daran, weil ich mich in letzter Zeit genauso gefühlt habe. Das scheint ein ganz schönes Geheimnis zu sein. Mein Onkel, der Scheich und... Oh, warte mal kurz. Ich muss mal kurz für kleine Mädchen. Die ist aber auch irgendwie komisch, ne? Oho. Hey, passen Sie doch auf, wo Sie hinlaufen. Okay. Okay, so, der ganze Kram, der sich hier in der Tasche befand. Das hier einmal, dann haben wir einmal das hier. Dann haben wir da oben noch was, dann haben wir hier noch was, was auch immer es ist. Also, wir brauchen noch zwei Teile vom Handy. Das ist Nummer 1. Lippenstift brauchen wir noch. Da ist schon mal ein Stück. Und wir brauchen dieses Ding hier, keine Ahnung, was es sein soll. Das hier gehört auf jeden Fall noch dazu. Das ist das komische Ding. Ist das Parfüm? Ja, das ist Parfüm. So, zweiter Teil vom Handy und das hier weiß ich jetzt gerade nicht. Da ist Karl auf jeden Fall. Ein kleines graues Teil. Wo könnte es denn sein? Vermutlich da, wo viel grau ist. Was war das? Achso, Schlüssel. Kim? So, ich musste eben kurz gerade unterbrechen, es hat an der Tür geklingelt. Was machen Sie denn da? Das ist ein Fehler. Ach ja, woher willst du denn wissen, wonach wir suchen? Ich weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Lassen Sie mich los. Klar, wir lassen dich gehen. Sobald du hinter Gittern sitzt, kannst du hingehen, wohin du willst. Der andere läuft genauso bescheuert. Was zur Hölle? Oh nein, und was jetzt? Was jetzt? Jetzt machen wir erstmal Level 17. Na, na, na. Wenn das mal nicht der Schakal höchstpersönlich ist. Der Schakal? Was für ein Schakal? Ich heiße Mortimer. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Du kannst die Maske fallen lassen, Schakal. Wir wissen, wer du bist. Wie hast du gesagt, ist dein Name? Mortimer? Komm schon, das ist aber ein schrecklicher falscher Name. Der klingt wie... Naja, eben falsch. Officer, Sie machen da einen Fehler. Ach ja, was hast du dann zu diesem Bild zu sagen? Okay, ich gebe zu, dass dieser Mann eine Ähnlichkeit mit mir hat. Das bin ich aber nicht und ich kann es beweisen. Okay. Sprich weiter, das könnte interessant werden. Okay, was? Das ist auch alles hier ein bisschen sinnlos und merkwürdig und wie auch immer. Also das komische Ding da, Decke oder wie auch immer. Dann brauchen wir hier noch den Ausweis und noch einen Teil vom Reisepass. Okay, okay, ich sehe hier gerade gar nichts auf den ersten Blick. Was können wir hier machen? Deine Karte einlesen. Achso, okay, die brauche ich dann erstmal. Ja, gut. Das ist also der Schakal. Gut zu wissen. Ach, sieh an, das ist eine Karte, ne? Witzig. So, das hier kann ich leider nicht komplett lesen. Keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwas Sinnvolles steht. Also, Karte, Reisepass. Karte, Reisepass. Können wir die Schubladen öffnen? Nein. Tasche, auch nicht. Da haben wir eine Kamera, da ist ein lustiges Wimmelbild oder so, keine Ahnung. Mhm, das ist auf jeden Fall Schakal, das ist gut, hier oben ist nichts. Ich sehe gerade gar nichts, das ist auf jeden Fall Teil von der komischen Decke. Ja, gut. Ist ja hier nicht gerade leicht zu finden, ne? Mal wieder. Was können wir hier machen? Moment. Was war hier mit dem Schreibtisch? Der hat gerade auch so aufgeblinkt, ich weiß es nicht. Also, das orangene Teil, die Karte und den Reisepass. Okay, okay. Da ist das orangene Teil. Was ist das? Ach, das ist eine Geldbörse. Ach so. Okay, so. Reisepass, Reisepass. Hier ist er nicht. Da eine Karte aus Kairo. Hier haben wir Moskau, da haben wir Rom und das kann ich gerade nicht zuordnen. Soll das New York sein? Ja, vermutlich eher nicht, ne? Ja, gut. Wo haben wir denn den Reisepass? Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Vor allem muss es doch total auffallen, weil die ganze Verschnörkelung da unten ja noch
drauf ist. Ja, was ist denn hier? Was kann ich denn hier machen? Ah. Ah, da ist die Bankkarte. Können wir hier... Nee, ich hab die ja nicht. Ich hab die ja nicht. Ah. Hugo Santos. Okay. Aus Rio. Dann haben wir... Ach, das ist die Kartennummer. 4891. Okay. 4891. Übrigens, Leute, ein Tipp von meiner Seite. Ich hoffe, ich kann jetzt quatschen und den Tipp erzählen. Während ich hier den ganzen Kram suche, ist das vielleicht hier? Nein. Und zwar der ultimative Tipp, ne? Was eure Bankkarten angeht und Zettel in der Geldbörse. Das soll man ja eigentlich nicht tun, denn wenn das Portemonnaie geklaut wird, dann haben sie die Karte und dann haben sie natürlich auch den Code dafür. Ich kann euch nur raten, merkt euch den Code einfach. Egal was passiert, merkt euch den. Und packt euch einen Zettel ins Portemonnaie, auf dem drei andere Zahlencodes stehen, die natürlich nichts mit eurem richtigen zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oder kann ich auch einfach... Was war das? Nee, kann ich ja nicht. Kann ich nicht eingeben. Nee. Ja, packt euch halt drei andere Zahlencodes auf einen Zettel in euer Portemonnaie, die, wie gesagt, nichts mit eurem zu tun haben, die eventuell ein bisschen ähnlich sind oder die sich in einer... ja, wenn man das irgendwie zusammenrechnen würde, das ist halt dann, ihr wisst schon, ich bin gerade verpeilt. Nee, ich muss das jetzt hier erstmal in Ruhe finden. Ich sehe hier nämlich gerade gar nichts und wenn ich quatsche, sehe ich es noch weniger. Ich bin blind, Leute, ich bin absolut blind. Ich sehe die blöde Karte nicht und ich sehe auch den blöden Reisepass nicht. Nein. Nein, finde ich nicht. Ich nehme jetzt den Tipp, ich habe das Gefühl, ich bin hier schon ewig dran. Was? Ach so, das war noch ein Teil davon. Ach. Aha. Kairo, Rom, Moskau. Ah, es war doch New York. Okay. Jetzt fehlt aber ja trotzdem noch die Karte. Reisepass. Kann ich den irgendwie... Kann ich das noch dazulegen? Das mit der Karte kapiere ich nicht so. Keine Ahnung. Kann ich denn... Hier... doch noch irgendwas öffnen. Oder ich schaue doch vielleicht mal hier ein bisschen an den Rändern vom Schreibtisch. Sehe da aber gerade auch nichts. Nee, da oben auch nicht. Es muss doch auffallen in Blau. Also wirklich jetzt. Auf dem Teppich kann natürlich auch sein. Nee. Nee, da können wir nichts machen. Die Schublade ist geöffnet, bringt uns aber nichts. Können nicht in die Tasche reinschauen. Richtig doof. Naja, auf jeden Fall... Bankcodes auf dem Zettel im Portemonnaie natürlich dafür, wenn es mal geklaut wird, dass der Dieb sich dann denkt, oh, ich habe eine dumme Person erwischt, die hat den Code aufgeschrieben und ich habe hier drei mögliche Kombinationen und dann wird er alle ausprobieren und dann wird die Karte gesperrt, weil kein Code davon zutreffend ist. Das ist der Trick an der Sache. Also, wenn ihr mal zufälligerweise mein Portemonnaie klaut und da ist ein Zettel drin, dann wisst ihr Bescheid, die Codes sind das alle nichts. Leute, ich bin blind, ich mach das jetzt so. Hä? Hä? Was ist denn hier? Hä? Bitte Karte einlesen, ich hab meine Karte nicht. Ich hab meine Karte nicht. Was wird mir denn jetzt hier der Tisch angezeigt? Was soll das denn? 4891. Hä? Ist das doof? Kann ich den da ab... Ah. Was? Der Stempel... Oh. Irgendwas mit dem Stempel. Der Stempel zeigt eindeutig, dass ich in Paris war, als der Schakal in Kairo war. Ich kann es also so beweisen, oder wie? Was sagt er? Ich denke, aber sie wollten mehr Beweise als das. Ja, die wollen noch die blöde Karte. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Leute, ich nehme jetzt gleich den nächsten... Ja, ja. Ich nehme jetzt den nächsten Tipp. Also wirklich. Nee, verarsch mich nicht. Ja, ich hab's gerafft. Ich hab das gerafft hier. Kapier ich. Ja, und nu? Ah. Aha. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, Karte rein, 4... Achso, ich bin wieder zu voreilig. 4, 8, 9, 1, glaube ich, ne? Fehler, was war's? 4, 8... Komm schon, was war das? 4, 8, 9, 1. 4, 8, 9, 1. Ach,
Der war so schlau wie ich. Ach, natürlich, das hat ja auch der Spiegel. 1984. Haha. 1984. Yay! Sehr gut. März 2012, Paris, Frankreich. Sehen Sie, ich bin nicht dieser Schakal. Tja. Schatz, da bist du ja. Ich habe dich schon überall gesucht. Was machst du denn hier? Schatz? Ja, Officer, das ist mein Mann. Steckt er in Schwierigkeiten? Mann? Warum wiederholst du alles, was ich sage? Natürlich bist du mein Mann. Jetzt komm schon, Liebling. Ja, sie wollte ihn doch nur raushauen und Mortimer macht sich jetzt wahrscheinlich voll die Gedanken. Schatz, Liebling, Mann? Sieh mal, ich muss... Sie beide sind verheiratet. Ich, ja, das sind wir. Dann sind sie es. Das, werte Zuschauer, sind ihre glücklichen Gewinner. Jetzt haben die eine Reise gewonnen, oder was? Oh Mann. Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.